Dies ist der palästinensische Gazastreifen, eine kleine Enklave mit rund 2,3 Millionen Einwohnern, die seit dem 7. Oktober massiven Angriffen Israels ausgesetzt ist. Israel hat bisher rund 18.000 Tonnen Bomben auf den dicht besiedelten Gazastreifen abgeworfen, was einer Menge von 50 Tonnen pro Quadratkilometer entspricht. Die Zerstörungskraft dieser Bomben ist so groß, dass ihre gesamte Sprengkraft etwa 1,5 Mal höher ist als jene der Atombombe, die während des Zweiten Weltkriegs auf Hiroshima in Japan abgeworfen wurde.